Sergio ist in der Boxengasse. Sergio kommt an die Box. Da wurde gerade Beifall gepfiffen. Beifall geklatscht. Für mich. So, jetzt ist er hier in deiner Box. Jetzt heißt es einfach nur gut fahren. Und keinen Fehler machen. Boah, das wär's doch. Bei meiner Lieblingsstrecke, wo ich das erste Mal jetzt mit diesen Einstellungen fahre. So wollte es das Schicksal. Und da. Der Wagen hinter dir ist wieder auf der Strecke und fährt jetzt mit weichen Reifen. Weiche Reifen auf dem Wagen hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 8,9 Sekunden. Das ist gut. Ich hatte 10. Ich habe ja ein bisschen verloren durch Palma. Sowieso erstaunlich, dass er vorne fährt. Okay, waren ja auch welche in der Box, aber. Bestzeit, das ist schön. Also Sektorbestzeit. 10 Sekunden. Statusreport. Du führst das Feld an. P1. Bottas hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 10,0 Sekunden. Sie fahren mit neuen Weichenreifen. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Fahrer hinter mir. Bottas liegt hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 10,0 Sekunden. Sie fahren mit neuen Weichenreifen. Eigentlich sagt er doch immer Rundenzeiten. Darf die Kurve nicht zu eng nehmen. Ich muss einfach safe fahren. Einfach sicher, ruhig, gelassen. Ich muss einfach nur, ich darf nicht nach unten zum Schaltgetriebe schauen, ich muss hören. Vielleicht soll ich doch da unten schauen und besser lenken. Alter, aber ich habe mal gut Vorsprung. Gut gemacht, du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Mal gucken, Bottas. Und Hamilton ist aber auch schon gut von Bottas entfernt. Aber das wird wohl, obwohl. Nee, das steht noch nicht fest. Ich wollte gerade sagen, lol, irgendwer liegt da. Irgendwer liegt da. Oder ist das Box? Geht einer echt von den NPCs zweimal an die Box? Scheint wohl so. Zum Glück ist das hier kein 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Kein 50% Rennen. Weil dann würde ich sogar vermuten, müsste ich überholen und oh ey. Das wäre kritisch. So, ich muss
Fett mal rausnehmen. So war das gut. So war das gut, so muss ich fahren. 14 Sekunden. Platzierung. Geht in Ordnung. Mit? Platzierung geht in Ordnung. Hä? Mit? Was hat der denn jetzt registriert? Hamilton steht nämlich über mir in der WM. Er ist ja aktuell WM-Führender. Ja, Raikön hat auch schon Hamilton überholt. Nice. Da habe ich gerade scheiße gelenkt. Aber Bottas ist 15 Sekunden weg. Alter. Ich würde sagen, das fahren wir nach Hause, ne? Aber noch nicht den Tag vor dem Abend loben. Ohne jetzt nach hinten zu gucken, fahre ich jetzt eine Runde rein nach Gefühl vom Schalten. Ich habe noch nicht nach unten geschaut. Ich habe mir einfach gemerkt, wie oft ich drücken muss. Ja, da muss ich nach unten gucken. Ich glaube, das habt ihr gesehen. Statusreport. Also, wie gesagt, ich versuche mal jetzt ein bisschen dabei zu reden, während ich fahre, was natürlich nicht einfach ist. Aber auch wenn ich jetzt so deutlich hier führe, ich möchte die Saison so zu Ende fahren. Mehr Handicaps kann ich mir nicht geben. Ansonsten gesagt, ich soll jedes zweite Rennen irgendwie aufgeben oder so. Damit es auch in der WM irgendwie spannender bleibt.
Seht ihr? Reden und fahren. Das, das muss man üben. Nee, aber ich möchte halt diesen Song sehr, sehr gerne so zu Ende fahren. Jetzt ist es ja gerade alles. Ich möchte diesen Song so zu Ende fahren, dass wir diesen Boxenstopp-Assistenten aushaben mit Schaltgetriebe und natürlich mit der Ideallinie nur bei Kurven. Mehr Handicaps kann ich mir nicht geben. Letzte Runde. Deswegen, wenn ich jetzt auch noch Bremshilfe oder so auf Mittelstell. Das sind zu viele Tasten. Bei einem Lenkrad würde ich sagen, null Problemo, aber nicht bei einem Controller. Beim besten Willen nicht. Das, also, wenn ihr das von mir verlangt, dann muss ich echt ernsthaft ablehnen, weil ich bin nicht so gelenkig mit dem Controller. Obwohl ich das halt gut hinbekomme. Muss man ja auch mal sagen, das bekommt nicht jeder so gut hin. Deswegen, also ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Nur was anderes kann ich nicht machen. Wenn ihr sonst Vorschläge habt, schreibt sie in die Kommentare. Ja, Ericsson, für dich geht's nichts mehr. Du warst sowieso letzter mit Sicherheit. Oder wir allein. Und da ist das Ziel. Siegerfaust in die Höhe. Grüne Flagge. Ach, da ist der irgendwo rausgeflogen, also Ericsson. Na guck mal, Controller lege ich jetzt erstmal weg. Viel Spaß bei der Siegerehrung. Ich trinke einen Schluck. Und ein weiterer unglaublicher Sieg für Force India. Großartige Leistung. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen den... Da bin ich auch mal gespannt. Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu ihrem Auto gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur hat, desto Vierter. Besser verläuft das Rennen für alle. Wenn mir in der Karriere fährst, ist es nicht so gut. Dein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Sie sind auf dem Weg zur Siegerehrung. Force India hat es in der Formel 1 wirklich weit gebracht. Heute sind sie nach diesem außergewöhnlichen Rennen die verdienten Sieger. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Palmer. Für mich war das Lance Troll. Er ist vom Start weg bis ins Ziel nahezu fehlerlos unterwegs gewesen. Darauf kann er wirklich stolz sein. Echt Überraschung sogar hier mit bei. Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Eine Frage. Wo ist Vettel? Vettel ist 17. What the fuck? Hamilton 19. Was haben die denn gemacht? Hamilton ist schlechter als Wehrlein. Und Vettel ist schlechter sogar als Van Dorne. Also, ich gehe mal durch. Zweiter Bottas. Dritter Raikön. Vierter Verstappen. Geht ja noch. Fünfter Grosjean. Sechster ist Perez. Auch mega gut. Siebter ist Palmer. Achter ist Massa.
Neunter ist Magnussen und zehnter ist Stroll. Das sind die, die Punkte geholt haben. Doppel Williams, Doppel Haas, Doppel Force India, ein Mercedes, ein Ferrari und ein Renault. Ja, dann kommt Kürt, Hülkenberg, Ricciardo, Alonso, Sainz, Van Dorn, Vettel, Werner, Hamilton und Ericsson ist halt rausgeflogen. Schau mal drauf, was gibt's denn? Hamilton, Kollision mit Verstappen, Vettel, Kollision mit Hamilton. Oh, das erinnert doch an was Baku, nicht? Ich sag nur Safety Car Phase. Und Ericsson ist dann rausgeflogen. Schauen wir auf die Rangliste und damit haben wir die Führung in der Fahrerrangliste übernommen mit 17 Punkten Vorsprung. Hamilton ist somit Zweiter, Dritter ist aktuell jetzt Bottas, Vierter Raikön, Fünfter ist Vettel, der auch ebenfalls abgerutscht ist, hatte 91, es bleibt bei 91, Raikön und Bottas haben beide Punkte geholt. Palmer ist nach oben gekommen, ist nun aber punktgleich mit Felipe Massa, Kürt somit nach unten genauso wie Alonso. Konstrukteurswertung, bleiben wir auf dem dritten Rang. Und haben nur noch 13 Punkte Rückstand auf Ferrari und insgesamt 44 auf Mercedes. Aber da ist auf jeden Fall noch alles drin. Auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, ich möchte nicht mehr ändern, als wir schon machen. Oder so wie ich schon fahre. Als nächstes kommt. Lasst mich nicht lügen. Als nächstes kommt. Österreich. Ich bin mir ziemlich sicher, als nächstes kommt Österreich. Ist auch eine ziemlich coole Strecke. Da fahren wir auf jeden Fall auch mehr. So wie in Monaco. Ich glaube so auch wieder so 16, 17, maximal 18 Runden so in dem Dreh. Wie gesagt, wir fahren 25% Rennen. Aber so in dem Dreh auf jeden Fall so viele Runden fahren wir, weil da fährt man ja nur im Schnitt 1,11 ja pro Runde. Sogar ja etwas weniger als wie in Monaco. Weil bei Monaco ist es, glaube ich, 14, 15 irgendwie in dem Schnitt. Aber da bin ich mir jetzt vom Schnitt natürlich nicht sehr sicher. Wie gesagt, aber wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen, lasst ein Abo. Sehr, sehr gerne da. Für Vorschläge bin ich immer offen. Wir hatten 18 Sekunden Vorsprung auf Bottas. Das ist jetzt keine eine Minute. Aber dennoch ist das gut. Ich bin aber auch gut gefahren, muss ich zugeben. Manchmal habe ich mich natürlich verschaltet, aber... Mein Gott, es ist ein Controller. Ich fahre nicht mit dem Lenkrad. Deswegen. Und wir sehen uns dann in einer Woche, beziehungsweise in 5 Tagen. Genau, in 5 Tagen sehen wir uns dann wieder. Dann geht es in Österreich weiter. Freut euch drauf. Und mir bleibt nur noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Formel 1 und Fußballfreude. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.